Seit wann ist das? Seit wann ist das so, dass er wegrutscht? Ne, der stand doch ewig. Weil der durch den Schleimboden sitzt. Ah, okay. Ja, stimmt, stimmt. Wir wollten ja beim letzten Mal eigentlich schon gucken, hast du gesagt. Ja, und jetzt reite ich seit 2 Wochen oder so. Mhm. Und seitdem rutschst du weg. Okay, dann sollte ich aber eigentlich im Traben was sehen. Also, ja, halt hier fängt es jetzt schon an. Gut, das ist aber auch. Meine Freundin hat auch diese Schabracke und die ist bei ihr genauso weggerutscht. Echt? Hast du seit 2 Wochen nur die Schabracke drauf? Ich habe auch schon andere Probleme. Okay, also, auch bei anderen. Okay, aber bei ihr war es nämlich auch so, dass diese Schabracke hier sich so verknäuelt hat gleich. Was ist das? Das liegt an dem Stoff bei der wahrscheinlich, dass die zu glatt ist einfach in dem Fall. Aber reite jetzt mal eine Runde, wir gucken uns das mal an. Und dann schaue ich mal, ob ich da schon was raus oder ablesen kann. Und dann... Wie bitte? Na klar, das machen wir. Ja, machen wir, klar. Ja, natürlich. Aber so an sich bist du noch zufrieden. Also dir fällt nichts auf, wo du sagst, das sollen wir mal genauer gucken. Ja, nee, machen wir. Gar kein Problem. Ja, kriegen wir hin. Wie lange stand er? Was hast du gesagt? 3 Wochen. 3 Wochen. Das ist ja. Bitte? Ich wollte gerade sagen, der sieht ganz anders aus. Ich wollte dich erst fragen, ob du ein anderes Pferd darunter hast. Also für seine Verhältnisse ist er wirklich sehr mobbelig. Sonst war das ja immer so ein halber Hering. Und jetzt sieht er fast so ein bisschen aus wie die Emma. Wenn man sich jetzt nur den Bauch anguckt, geht es zumindest in die richtige Richtung. Ja, klar. Das sind die Knochen, ne? Alles nur die Knochen. Also man sieht auf jeden Fall Bewegung. Der hat ein kleines bisschen Bewegung, was aber eigentlich jetzt erstmal nicht ganz so schlimm ist. Ja, auf der Seite sieht man es mehr. Hinten rechts war doch eh mal seine etwas schiefere Seite. Wo wir immer mal weit. Das sieht man auch mehr, weil auf der linken Seite hat man kaum was gesehen von der Bewegung vom Sattel und hinten rechts haben wir definitiv mehr Spiel als auf der linken Seite. Und das kann natürlich dazu führen, dass das Ganze dann dadurch etwas instabil wird und dass uns das dann abhaut. Da soll an sich liegen tut er erstmal gar nicht so schlecht, aber ich glaube, dem fehlt einfach. Also, was halt immer so ein Thema ist, wenn du natürlich generell mehr Speck drauf hast, das trägt natürlich nicht so gut wie ein Muskel, logischerweise, weil es einfach mehr Bewegung zulässt. Und wenn der eh an sich ein bisschen schief ist, was er ja auf jeden Fall ist, was wir ja zum Schluss eigentlich ganz gut im Griff hatten, kann natürlich sein, wenn da jetzt der Speck oben drüber ist, dass es in sich einfach zu instabil wird, das Ganze, und das dir dann abhaut. Aber trotz alledem sollte dir das nicht wegrutschen. Soll ich mal galoppieren? Dann rutscht es eigentlich am meisten. Ja, dann mach das mal bitte. Vorsicht, ich glaube, der ist aber wild. Ist er on fire? Also es sieht auf jeden Fall alles in allem nicht so verkehrt aus. Wie gesagt, wir haben ein kleines bisschen Spiel drin. Aber es wäre für mich jetzt noch nichts Schlimmes. Also, wie bitte? Ja, das kriegen wir auf jeden Fall raus. Ich schätze mal, dadurch, dass er jetzt halt ein bisschen mehr Speck drauf hat, werde ich ihm in der Mitte ein bisschen was an Wolle wegnehmen müssen, weil er sich da so ein kleines bisschen aufschaukelt. Und vorne werde ich ihm wahrscheinlich ein bisschen was dazu polstern müssen, dass wir halt so die Waage wieder kriegen. Ich habe jetzt vorne und hinten was ins Pad, in die Mitte nicht, hast du ja gesagt. Ja. Ja, wenn man sich das jetzt mal anguckt, man sieht schon, dass man von der linken Seite auch ein bisschen Spiel hat, aber dass es deutlich weniger ist. Das heißt, in dem Fall kommt es wirklich bei uns von der rechten Seite aus, weil da hat man bei ihm schon immer ein bisschen das Problem, dass ihm da einfach ein bisschen was gefehlt hat von der
von der Rückenmuskulatur her, dass wir das immer ein bisschen unterstützt hatten. Das war aber zum Schluss, bevor er die 3 Wochen ausgefallen ist, war das eigentlich sehr gut. Da konnten wir die Einlagen, die wir sonst hinten rechts zur Unterstützung drin hatten, immer rausnehmen und rauslassen. Ja, jetzt stand da 3 Wochen. Und jetzt sieht es auf jeden Fall so aus, als wäre das wieder ein Thema. Aber wie gesagt, die Schabracke, die du hast, die ist super schön. Meine Freundin hat die auch, aber bei der ist es genauso gerutscht. Ist das auch so? Zumindest halt die Schabracke, dass die so eine Falte gezogen hat. Ja, aber man sieht schon, dass die Schabracke rutscht ein bisschen. Aber also nur die Schabracke war bei ihr tatsächlich auch. Ich würde sagen, das Pad bleibt ja auch vorne. Ja. Das Sattel bleibt ja da, wo er ist. Das ja. Ja. Was war denn das andere für eine Schabracke, die du genutzt hast? Auch so eine ähnliche? Nee, so eine Baumwolle. Also eine ganz normale letztendlich. Ich habe ganz viele probiert. Ich habe so eine Baumwolle probiert, dann habe ich so eine Velvet Eskadron probiert. Mhm. Weil bei denen ist es besser, weil die halt so ganz fest ja. sind. Ja. Okay, komm mal runter, dann gucke ich mir den Sattel so mal an. Halt hier ist dann so aus. Mhm, ja. Also links ist auch schlimmer wie rechts. Okay, dann lassen wir uns, dann schauen wir uns das doch mal an. Ups. Okay, er hat auf jeden Fall ein kleines bisschen Spiel. Und das sollten wir die auch gut rauskriegen. Ja, hier vorne fehlt mir ein bisschen was. Was hast du denn da mit meinem Sattel gemacht? Alles voller Stroh. Gerade eben schon mal ein bisschen Stroh rausgezogen. Das bringt Glück, ne? Ja, natürlich. Also hier sieht man es jetzt auch wieder ganz gut. Er steht relativ gleichmäßig, nicht ganz, aber relativ. Für ihn ist das super. Genau. Vorne rechts, hinten links ist echt stabil. Vorne links, hinten rechts. Und ich denke mal, dass das halt relativ viel Bewegung, also das bringt definitiv mehr Bewegung rein. Sind wir es wieder so, wie wir es früher gemacht haben. Ich werde hinten rechts auf jeden Fall was reinmachen in Einlagen. Vorne werde ich den mal ein bisschen polstern. Und dann kannst du dich gleich nochmal draufsetzen. Und dann schauen wir mal, ob wir es dann dadurch rauskriegen. Weil ich denke mal, also Hauptthema wird hinten rechts sein, dass es dadurch ein bisschen instabil wird. Das sieht man auch beim Reiten, dass es halt rechts mehr ist als links. Da wackelt es auch so, weil ich habe dann auch mal so einen Schirr, ja. Aber da ist auch... Ja. Also sieht man schon, es hat einfach seine schlechtere Seite. Pummelfee, ha? No, ich dachte aber echt erst, du hast mal ein anderes Pferd hingestellt. Also wirklich, ich dachte gerade, das ist... Nee, das ist er nicht. Keine Eisen mehr, der läuft. Das ist er nicht. Weil ich glaube, wir haben unseren Humpel immer noch hier. Welchen Humpel? Euer Avocado. Der war voll wie eine Faust. Echt? Boah. Ei gut, ich gehe mit dem Sattel ans Auto, stell dir das mal ein. Und nee, ich schneide dir was anderes zu. Weil sonst müsste ich deine, die du hast, kaputt schneiden und dann mache ich dir lieber eine andere Einlage rein. Das ist besser, gell? Gefällt uns besser. Zur Feier des Tages. Tschung, 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 tschung. So, ich gucke mir jetzt natürlich als erstes mal an. Mein Mikro ist hier oben. Okay. Ob das alles noch gleichmäßig sitzt oder ob er sich schon irgendwie ungleich gesetzt hat, aber das sieht tatsächlich noch sehr gut aus. Ja, jetzt müssen wir aber hier müssen wir ein bisschen was reinpolzen, weil genau hier vorne fehlt es uns so ein bisschen. Man sieht, das Kissen macht hier so einen leichten Bogen. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo er wirklich von der Muskulatur sehr gut dastand, war es kein Problem. Da haben wir hier vorne dadurch ein bisschen Freiheit generiert. Jetzt ist es aber so, dann generieren wir hier. Dadurch, dass es hier so einen leichten Bogen macht, eine kleine Wippe, weil hier vorne fehlt es ihm einfach ein bisschen. Er hat ein bisschen Speck zugenommen, also ein bisschen Speck zugelegt und dadurch liegt der Sattel in sich ein bisschen schwammig drauf. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den so gerade wie möglich hinkriegen. Deswegen, ich werde das hier jetzt polstern, ein bisschen mal umschichten. Auf der anderen Seite genauso und dann werden wir hier in dem mittleren Pad werden wir eine Einlage reinmachen und legen das Ganze dann nochmal drauf und schauen uns das nochmal an. Ja. So, wie mache ich das jetzt beim Polstern?
ich möchte diesen Hubbel hier wegkriegen, also werde ich im ersten Schritt das Polster ein bisschen nach vorne, weiter nach vorne verlagern. Sprich, schön ist ja bei AdaPlus, wir haben da wirklich schön viele Öffnungen, wo wir reingehen können. Es ist jetzt auch gar nicht mal im ersten Moment so ein großer Akt, sondern ich verteile es einfach nur ein bisschen anders. Und werde hauptsächlich mit dem vorhandenen arbeiten, werde nur minimal was dazugeben. Aber so wirklich viel muss da erstmal gar nicht rein, weil wir eben ja noch das Pad dazu haben, mit dem wir auch arbeiten werden. Oder über das wir auch arbeiten. Genau. So, und wie gesagt, wir nehmen ja natürlich auch immer die herstellereigene Wolle, dass da nichts irgendwie verklumpt oder Beulen geben kann oder. Und ich möchte jetzt natürlich gucken, dass ich diesen ganzen vorderen Bereich, also so die ersten 4-5 cm, dass ich da ein bisschen mehr Stabilität reinkriege. Das Ganze müssen wir dann natürlich wieder umändern, wenn ich das nächste Mal hier bin, wenn er wieder ein bisschen aufgemuskelt hat, ganz klar. Aber aktuell wird es wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Wollen ja nicht, dass die Schabracke als weiter nach hinten rutscht, weil wenn die ganze Zeit nach hinten rutscht, die Schabracke sonst hier vorne liegt und die nach hinten abhaut, meistens hat man noch eine Kordel hier drauf. Und wenn diese Kordel natürlich hier in die Sattellage reinkommt, dann wird es dementsprechend unangenehm, weil es dann irgendwo das Drücken anfängt. So, ich würde sagen, ich polster den jetzt mal eben fertig. So, jetzt gucken wir mal. Oh, das ist halt immer so, wenn die Pads kalt sind, die sind halt echt hart, gell? Wenn die warm werden, werden die zwar super weich, aber so wenn die kalt sind, ist das unangenehm. Schauen wir erstmal, was du da vorne reingemacht hast. Oh, es ist fest. Ey, was hast du denn da reingebaut? Okay. Wir machen jetzt mal das Graue wieder raus. Wir lassen das Rote drin, wegen der Schiefe von ihm. Also wir machen vorne links und hinten rechts was. Ja, das Rote hast du extra noch rein, oder? Und hinten, da habe ich auch ein Rot. Okay. Warte mal, ich gucke mir das jetzt mal an. Also das hier, das Rote, das lassen wir drin. Und das vorne rechts, das Rote auch. Und das da, das muss ich kurz überlegen. Das hier rein. Weil das ist breiter. Ja, lass mich überlegen. Wir machen das anders. Ich schneide ja noch extra was zu, deswegen liegt da der Schaum da. Weil das ist halt ein bisschen dicker, aber weicher. Wart ab. Weil uns fehlt nämlich genau hier vorne ein Stück. Dadurch, dass er jetzt ein bisschen Speck angesetzt hat, hat er quasi hier jetzt ein bisschen mehr. Das ist sexuelle Schwungmasse. Ja, okay, dann diese sexuelle Schwungmasse, die bringt das Ganze jetzt so ein bisschen, da kommt ein bisschen Bewegung rein. Und die müssen wir ja wieder rauskriegen. Deswegen werde ich dir jetzt mal was zuschneiden, was wir dann noch mit reinmachen. Und dann legen wir den gleich nochmal drauf und dann kannst du dich nochmal draufsetzen. Mal Dinger zerschneiden. Nein, deins nicht, deswegen habe ich ja den Schaum hier dabei. Dass wir deine Einlage ganz lassen können. Soll ich einmal halten, dann schneide ich das wieder. Nicht, dass wir noch in deinen Sattel reinschneiden. Das traust dich. Was glaubst du, was da los ist? So, Nummer uno. Stell dir mal die Tragödie vor. Oh ja. Ich neun bräuchte. Oh nein. Ich hol dich schon wieder am 23. Genau. Das befürchte ich auch. Warum brauchen wir es jetzt zweimal? Eins für links, eins für rechts. Wir lassen ja vorne links ein rotes drin. Für das Schiefe. Und vorne links und rechts machen wir jetzt hier nochmal diesen Schaum, den ich gerade zuschneide, rein. Vorne rechts ist auch schon ein rotes drin. Das machen wir raus. Das brauchen wir nicht. Schön die abschneiden. So. Ja. Arbeitsaufsicht hier. Gewerkschaft. Gewerkschaft, okay. So. Jetzt geraten wir das Ganze noch ein bisschen ab. Dass wir da einen schönen Übergang hinkriegen. Die sind ja jetzt auch nur drin, wahrscheinlich bis zum nächsten oder übernächsten Mal, bis ich wieder hier bin. Einmal genau das Wochenende vor Weihnachten.
Im besten Fall können wir es da schon wieder rausnehmen. Okay. Oder ansonsten Ende Januar. Ja, du kannst mir also eine Woche vorher Bescheid geben. Weil irgendwo kriege ich dich schon noch mit eingeschoben. Ja, wenn dann wäre es eh früh. Nee. Das ist schön für dich. Wir fangen morgen auch nur um 7 an, weil wir um 8.30 Uhr müssen wir bei Nürnberg sein. Passt ja. Das meiste. Also dein Gequatsch ist auf jeden Fall mit drin. Nein, das stört mich ja nicht. So, na guck, jetzt haben wir hier vorne noch ein bisschen Dämpfung mit drin. Das machen wir jetzt hier vorne rechts auch rein. Und hinten links mache ich dir noch so einen Halbmond rein. Und das muss ich hier wegbringen. Das kannst du aufheben. Die anderen suchen. Aber hier bleibt das Rote drin. Ja. Und hinten rechts bleibt dafür das Graue drin, weil wir hinten rechts ein bisschen mehr brauchen als links. Ah ja, da habe ich ja graues rein. Ja, ist gut gemacht. Vorbildlich, wa? Ah. Ich habe auch gefragt, ob ich 500 mal anfällen, wenn ich genau weiß, was ich wo reinmache. In die Mitte brauchen wir aber nichts. Nee, da hat er momentan zu viel sexuelle Schwungmasse, wie ich heute gelernt habe. Mhm. Das machen wir raus. Der Obelix von Asterix und Obelix. Jetzt kommt's. Er hat nämlich gesagt, es gibt keine dicken, es gibt nur dünne und mittlere. Also der Dumpi wäre quasi mittel. Was ist denn dann die Emma? Mittel. Du hast ja gesagt, die sehen sich ähnlich. Sehen sich auch ähnlich. So, jetzt haben wir das da. Na, ist ja eigentlich kalt. Geht. So. Ja, das lassen wir auch drin. Das kommt auch gleich wieder rein. Und vorne lassen wir es draußen und tun wir das halbe Ding rein. Genau. Da habe ich dir gerade das andere schon wieder gegeben. Naja. Was gibt es denn so ein bisschen? Bitte? Irgendwas Neues? Na, wenn dann nur diese Sicherheitssteigbügel, aber die kennst du ja, glaube ich, schon. Selbst die Sicherheit in Person, ne? Nein, aber. Was ist denn da drin? Hm? Jumping. Ja, ein Winterdampad. Die kommen ja in solchen Holzkartons immer. Willst du ein Stück Kuchen? Ich hab Kuchen gemacht. Nein, danke. Wir haben eben gut gefrühstückt. Weißt du, wieso wir jetzt hier so einen Halbkreis machen? Ich? Ja. Du wirst es mir gleich erklären. Also du weißt es nicht? Natürlich nicht. Es wird schon passen, was du da machst. Ja, sollte es. Mit dem Halbkreis, er hat ja hinten rechts, fällt er ja vom Rücken flacher, also schneller ab als auf der linken Seite. Links ist er quasi so und rechts so. Wobei am Anfang, wo ich ihn gekauft habe, war der bei rechts die Hüfte höher wie links. Dann habe ich ihn, glaube ich, einmal die Woche richten lassen. Mhm. Und jetzt, dann war es umgekehrt. Und es ist ja so, dass der Sattel, der zum einen fehlt uns im allerletzten Stück so ein bisschen, aber der Rücken des Pferdes ist ja nicht so, sondern der fällt ja so ein bisschen ab. Und auf seiner rechten Seite fällt er ja übertrieben gesagt mehr ab als auf der linken. Auf der Innenkante liegt das Kissen aber noch, und umso weiter das nach außen geht, umso größer ist er der Abstand quasi. Ne? Und deswegen mache ich dir hier noch so einen kleinen Dämpfer rein, dass er wie so eine kleine Außenwand noch kriegt. Dass es nur am äußersten Stück so ein bisschen gegengestutzt wird. Aber dass es in der Mitte zur Wirbelsäule hin, dass es zur Wirbelsäule hin quasi... Soll ich mal eine andere Schabracke mitnehmen? Mach das mal. Ja, sehr gut. Vorbildlich. So, Frau Flesser. Du hast irgendwas schief draufgelegt, ja. Eindeutig. Und wichtig ist halt auch immer, dass du das ein bisschen auskammerst, das Pad. Ja. Machst du das? Ja,
Na, selbstverständlich. Was für, wie konnte ich mich wagen, das zu fragen? Jetzt können wir gurten? Ja. Moment. Ja, ganz armes Pferd. So, schau mal. Dumbi hat richtig Bock. Also ich bin jetzt im dritten Loch jeweils. Okay, ich bin im zweiten. Na, siehst du. Warte mal. Vorne rechts, hinten links, stabil. Vorne links, hinten rechts, auch sehr stabil. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Jetzt musst du da drauf, genau. Also man sieht auch schon, dass er ein bisschen Bauch bekommen hat, weil beim letzten Mal hat es den Gurt nicht so nach vorne gedrückt. Da lag der... Da lag der, vorher lag der wirklich hier schön kerzengrad runter. Und jetzt, wenn wir uns diese sexuelle Schwungmasse hier anschauen, drückt das Ganze ein bisschen weiter nach vorne. Depressiv, ja. Okay, das fühlt sich noch gut an. Gut, du kannst. So, steigst auf und dann... Gurt dich direkt nochmal. Nimmst du meine Decke mit? Natürlich nehme ich deine Decke. Wozu eigentlich? Wo sind eigentlich deine anderen Sattelgurte? Da dachte ich, das liegt am Sattelgurt. Das ach ja. Rutscht. Hat aber nicht am Gurt gelegen. Natürlich nicht. Der ist jetzt zu Hause. Schläft jetzt im neuen Zimmer. Ach ja. Also so im Schritt kann man jetzt noch nicht viel sagen. Das sieht's, sah es auch vorher gut aus. Das meiste wird man wieder sagen können. Ich hatte eben noch mal nachgegurt, also brauchst nicht noch mal gurten. Also wir haben immer noch ein kleines bisschen Bewegung drin, was jetzt aber, wie gesagt, auch vorher für mich noch nicht das Schlimme war. Es ist deutlich weniger geworden als vorher. Merkst du für dich irgendeinen Unterschied? Ja, er ist ruhig, weil sonst kam er mir immer so entgegen. Genau, also er hat immer noch ein ganz kleines bisschen Bewegung hinten, aber das, er klappt ja nicht mehr so nach oben, vor allem auf der rechten Seite nicht. Ja, von hinten hält er sich auch relativ gerade. Ja, es ist halt immer schwierig, wenn einem Fett ein bisschen Speck angesetzt hat. Das ganz. Ja, wenn ein Pferd quasi keinen Speck angesetzt hat, aber dann doch da irgendwas angesetzt hat, ist es ein bisschen schwierig, das Ganze immer halt zu 100% zurückzukriegen, weil natürlich der Speck dementsprechend anders nachgibt als Muskel. Ein Muskel ist ja viel fester von seiner Konsistenz und wenn der Speck nicht, der sitzt nicht nur unten am Bauch, sondern auch oben in der Sattellage und macht das Ganze dadurch halt ein bisschen instabiler. Aber es ist besser jetzt auch fest. Ja, ja. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein ganz kleines bisschen Bewegung drin. Das werden wir auch aktuell nicht aus ihm rauskriegen, weil er ja eigentlich keinen Speck hat. Aber eben dadurch macht das Ganze halt einfach so ein kleines bisschen schwammig aktuell. Nee, das sieht auch sehr gut aus so. Und so lassen wir das jetzt mal eingestellt bis zum nächsten Mal. Und wenn ich in 4 Wochen hier bin, dann quatschen wir vorher nochmal, ob es noch gut ist oder ob du schon merkst, irgendwie, dass sich was verändert hat. Und dann würde ich entweder beim nächsten Mal, also sprich in 4 Wochen oder in 8 Wochen vorbeikommen. Also das nächste Mal wäre sogar in 3 Wochen, nicht in 4 Wochen. Ich schreibe dir einfach. Ja, okay, also Sattel passt erstmal wieder. Ja. Ja, gell? Fühlt sich besser an für dich? Ja. Was fühlt sich jetzt anders an? Er kommt mir nicht mehr entgegen beim Leichen. Er kommt dir nicht mehr entgegen. Ja. Das ist sehr schön. Das wollte ich bewirken. Alles klar, in diesem Sinne, wir verabschieden uns und sehen uns die Tage wieder.
Ciao.